Wolfgang Geier, wir haben es gerade gesehen, ein eigentlich volksnaher Präsident, der auch zum einen oder anderen Späßchen aufgelegt ist. Hat denn das Amt Heinz Fischer verändert? Ich glaube auf jeden Fall. Und wir haben Heinz Fischer eigentlich hinter den Kulissen auch immer wieder so erlebt, wie er sich da jetzt gezeigt hat. Also auch ein Präsident ist ein Mensch und manchmal besser und manchmal weniger gut aufgelegt. Aber er war eigentlich immer da sehr umgänglich. Und ich habe da aus meinem Privatarchiv quasi ein Beispiel rausgesucht. Da hat Heinz Fischer, haben wir die Rede zum Nationalfeiertag aufgezeichnet. Und Heinz Fischer hat sich ein bisschen verzögert, weil das Licht erst eingerichtet werden musste. Und Heinz Fischer hat gemeint, ich könnte das Ganze auch morsen. Im Morse-Alphabet sozusagen vorzeigen, also die Rede da übertragen. Und wir haben gesagt, können Sie denn das wirklich? Und der hat dann tatsächlich zum Morsen begonnen und das hat dann so ausgesehen. Das F wie Fischer ist Dididadit, das I ist Didit, das S ist Dididit, Didit, Dididit. Gut. Ja, ich war Ausbildner bei den Funkern. Da sieht man eigentlich, was passiert in der Zeit, wo nicht offiziell gefilmt wird, sondern in der Zeit der Vorbereitung, wo man noch wartet, bis das Licht eingerichtet genau. ist. Ja. Der hat uns da sehr gut unterhalten und damit unsere Zuseherinnen und Zuseher nicht glauben, wir haben da den Präsidenten jetzt reingelegt. Ich habe natürlich in der Hofburg angefragt, ob wir das denn auch herzeigen dürfen und die haben da nicht einmal eine Minute überlegt und uns das natürlich erlaubt. Aber Heinz Fischer hat überhaupt Humor bewiesen. Es gibt ja diese berühmte Persiflage von Stermann und Grissemann über die Fischers. Da hat er auch gesagt in Interviews, ah, das sind klasse Burschen und es stört ihn eigentlich gar nicht. Da hat er drüber gelacht, genau. Ich glaube so, der Wendepunkt in der Karriere Heinz Fischers war diese Wahl zum Bundespräsidenten. Das hat ihn auch als Person extrem gelockert und freigespielt. Er war vorher Minister, er hat sich aber nie als Spitzenkandidat selbst direkt einer Wahl gestellt. Und dieses Intensiverlebnis eines Wahlkampfs, durch den man da als Person durchgeht und den man dann auch noch gewinnt, das, glaube ich, hat Heinz Fischer enorm gelockert und persönlich freigespielt. Und da ist diese humorvolle Seite von ihm dann auch immer stärker zum Vorschein gekommen. Erst recht, nachdem er da im Amt ja so eindrucksvoll bestätigt worden ist bei seiner Wiederwahl in der zweiten Amtsperiode.